Was geht? Willkommen zurück zu Diablo 4. Heute mit 10 Gründen, warum ich das großartige Game Diablo 4 mittlerweile ein wenig langweilt. Deswegen wir direkt mit dem ersten Grund starten, und zwar dem Grind. Der Grind ist wirklich so extrem im Spiel. Ich bin jetzt in über 300 Stunden drin und habe es jetzt gerade so eben geschafft, den ersten Charakter auf Level 100 zu bringen. Und das mit einem Profi-Build und extremer Hilfe von der Community. Das heißt, Erfahrungsboost durch mehrere Leute. Aber wenn ich mir vorstelle, man ist allein unterwegs und hat vielleicht nicht diesen Profi-Build an der Hand. Der Grind und die Wochen und Stunden, die man hier ins Game reinhauen muss, um irgendwie das Maximum an Level oder Max-Gear, wovon ich auch noch weit entfernt bin, zu erreichen, ist so extremst. Und das war zum Beispiel bei Diablo 2 gar nicht der Fall. Dort konnte man auch, indem man ein paar Stunden gespielt hat, signifikant sein Bild verbessern. Hier, habe gerade ein Spiel im Hintergrund laufen. Alles, was ich da an Items finde, gucke ich mir mittlerweile nicht mehr an. Es ist unglaublich, wie viel Zeit man im Prinzip investieren muss, um irgendwie sein Bild zu erhöhen und stärker zu werden und gerade um Level 100 zu kommen. Es ist extremst. Als zweites haben wir den unnötigen Content. Das ist vor allen Dingen der Baum, das habe ich schon öfters erwähnt. Das PvP-Gebiet, wo ich letztens ein Video zugemacht habe, wo ich einmal drin war, mir die zwei Pferdesachen geholt habe und dann auch nie wieder drin war. Obwohl, nee, das gelogen. Ich war dreimal drin. Beim ersten Mal für die Trophäe, für die fünf PvP-Tötungen. Dann noch die Legion und die Weltbosse. Legion ist im Low-Level-Bereich ganz cool, um ein bisschen Erfahrung zu bekommen, wenn man selber nicht stark genug ist. Und der Weltenboss war am Anfang auch cool. Also wir haben allem hingefiebert, sind zu viert da rein mit dem ganzen Clan, mit dem ganzen Stream und haben die Weltbosse gemacht. Mittlerweile, bis auf die Truhe, selbst die nicht. Die Belohnungen sind schlecht. Also die Legion geben noch Obolus, okay, aber ansonsten war es das. Und das einzige Sinnvolle an den Aktivitäten ist eigentlich die Höllenflut für die vergessenen Seelen, die man ab und zu mal machen kann, was ich ganz cool finde, das Prinzip. Und auch, dass die Gegner dort zwei Level über einem sind. Aber ansonsten viel, viel, viel unnötiger Content und sehr, sehr schade. Und als drittes bleiben wir direkt mal bei der Höllenflut, was im Prinzip die einzige sinnvolle Beschäftigung ist im Endgame. Einerseits für die vergessenen Seelen und wie gesagt, um ein bisschen Erfahrung zu sammeln. Und weil ich finde das einfach, dass das eine coole Sache, die man machen kann, aber die auch wieder doof ist, weil man eine externe Seite braucht, um zu sehen, wo sind die Truhen, wo sind die Aufgaben. Also wieso kann ich nicht das Maximum am Spiel rausholen, ohne auf einer externen Seite sehen zu müssen, wo sind gerade die Truhen oder wo sind gerade die Aufgaben? Wieso werden diese Aufgaben nicht auf der Karte angezeigt? Sehr, sehr schade. Und als nächster Punkt, vierter Punkt, die Altrum Dungeons, der letzte Endgame-Content. Der nach Level 95 und 21er Glyphen und in jedem Slot eigentlich das beste Item eigentlich total unnötig ist. Also ich mache die Altrum Dungeons aktuell nur fürs Level. Ich gucke mir nicht mal an, was für Items ich da aufsammle. Ich schmeiß alles sofort weg und verkaufe das. Es macht ja nicht mal Sinn, höhere Altrum Dungeons zu laufen, weil das mich eher punisht, weil höhere Altrum Dungeons nicht auch bessere Items geben. Ihr könnt 100er Dungeons machen, also Stufe 100er Dungeons, wo die Gegner Level 153 sind, und ihr kriegt die gleichen Items raus, wie als würdet ihr Dungeons auf Stufe 40 machen. Im Prinzip werdet ihr noch gepunisht dafür, dass ihr höhere Dungeons macht. Es macht eigentlich keinen Sinn, höhere Stufen als 50 zu machen, weil ihr eh nicht über Level 100 kommen könnt. Also, ja, also Altrum Dungeons gerade auf High Level sind leider auch dann, ja, unnötig, meaningless. Im Prinzip braucht ihr dich nie wieder machen, sobald ihr Level 100 seid. Und damit kommen wir auch schon direkt zum fünften Punkt. Und das ist Überlevelt. Das ist ja der Grund, im Endgame zu leveln und richtig rein zu hustlen, um irgendwann Überlevelt zu schaffen. Kleiner Spoiler, ich habe Überlevelt nicht alleine geschafft. Da hat mir einer aus der Community geholfen. Skoppel, vielen Dank, dass du mich da geboostet hast. Wenn ihr da nicht die perfekte Klasse habt und den perfekten Build, könnt ihr Überlevelt vergessen.
Und auch im Zweier-, Dreier-, Vierer-Team ist es unmöglich, Überlevel zu schaffen. Die besten Spieler der Welt schaffen es nicht, im Duo oder im Squad oder überhaupt mit mehr im Mehrspieler über Lilith zu besiegen. Es macht gar keinen Sinn über Lilith. Also als normaler Spieler, ich sage immer wieder, ich bin Trophäenhunter, wenn die Trophäen erreichbar sind. Und das ist eine Trophäe, die kann man als normaler Spieler, das zeigt übrigens auch die Rate von über Lilith Trophäe, gerade mal 0,1% der Spieler, und das wird aufgerundet, haben diese Trophäe. Es ist unmöglich, diese Trophäe als normaler Autonormalverbraucher von den Millionen an Spielern, wovon wahrscheinlich 99,9% der Leute diese Trophäe nie haben werden. Es ist Content, der für mich keinen Sinn macht. Und jetzt würde man denken, okay, über Lilith, übel schwer. Man muss richtig, richtig, richtig krass sein, um die zu schaffen. Und dann kriegt man da doch bestimmt auch den krassesten Loot von allem, oder? Nein. Man kriegt einmal Loot beim ersten Mal besiegen und der ist schlecht. Plus ein Pferd, das ist unique, das gibt es nur da. Und danach, solltet ihr ihn nochmal besiegen, gibt es kein Loot mehr. Gar kein Loot mehr. Also selbst wenn ihr die 10-mal macht, es bringt einfach nichts. Verstehe ich nicht. Punkt 6, die 6 einzigartigen Items, die hatte ich schon mal vorgestellt. Wenn ihr das Video nochmal sehen wollt, checkt auf jeden Fall mal hier oben ab. Die 6 einzigartigen Gegenstände haben so eine geringe Drop-Rate, da könnt ihr eher Lotto spielen und im Lotto gewinnen, als dass ihr jemals so ein Item finden werdet. Auf der ganzen Welt sind vielleicht 10 bestätigte Drops oder so. Dieses Item werdet ihr nie, nie zu Gesicht bekommen. Schminkt euch das ab. Und um nochmal auf Punkt 5 zurückzukommen, man würde ja denken, Überlevelt hätte irgendwie eine erhöhte Drop-Chance oder 100er Dungeons hätten eine erhöhte Drop-Chance. Nein. Alle Monster über Level 85 haben die gleiche Drop-Chance auf diese 6 einzigartigen Gegenstände. Da gibt es noch ein paar Unterschiede. Manche Monster werfen nur das Item, manche Monster nur das Item. Ist aber auch egal, weil ihr werdet diese Items niemals sehen. Schminkt euch das ab, ihr werdet die niemals, niemals bekommen. 1000 Stunden in Altrum Dungeons, ihr werdet sie nicht sehen. Meine ganze Community zusammen hat 2, 3, 4.000 Stunden in Altrum Dungeons. Wir haben noch nie so ein Item gesehen. Ihr werdet das nie, nie, nie sehen. Totaler Bullshit in meinen Augen. Nummer 7. Die Truhen und die Organisation des Lootes. Ich glaube, ich habe in den letzten Wochen, im letzten Monat mehr Text gelesen als in meinem ganzen Leben. Oh mein Gott, ist das nervig. A, die Truhen. Wieso gibt es nur 4 Truhensteckplätze? Selbst Pokémon hat 36 Truhen, Boxen mit Pokémon. Wieso gibt es nur 4 Boxen? Und dann auch noch für 10 Charakter. Wieso ist es so extrem umständlich, Items zu organisieren? Wieso werden die Juwelen im Beutel und auch in der Beutetruhe angezeigt und nicht wie Siegelpulver in einem externen anderen Fach? Wieso muss ich jedes Item als Ramsch markieren, anstatt wie bei Diablo 3 die guten Items zu locken? Ich weiß es nicht. Nummer 8, und das ist eine Wahrheit, der wir, glaube ich, ins Auge sehen müssen und die ich sehr traurig finde. Wir hatten die Closed Beta, wir hatten eine Open Beta, wir hatten nochmal eine Beta und eigentlich sind wir aktuell immer noch in der Beta. Es ist ein bisschen komisch, das zu sagen. Wir haben das Spiel für 80, 100 oder 120 € gekauft, aber im Prinzip ist es noch eine Beta. Ein Work in Progress, und es tut mir leid, das sagen zu müssen. Wir haben für 80 oder 100 € oder so wie ich für über 200 € die noch eine weitere Beta von Diablo gekauft. Es wird Patches geben. Der erste Patch ist schon raus, der hat schon vieles gefixt, finde ich sehr gut. Und der nächste Patch kommt mit der Season raus und das wird auch über die nächsten Monate sehr viel besser. Also ich mache mir da gar keine Sorgen. Aber aktuell spielen wir eigentlich eine Beta. Nummer 9. Und das finde ich auch sehr schade. Es gibt zu wenig Bildmöglichkeiten. Jeder Bild ähnelt dem anderen, klassenübergreifend vor allen Dingen. Ihr seid angewiesen auf eure Kernfähigkeiten, also mit den Kernfähigkeiten macht ihr Schaden. Dann gibt es immer Crits und immer Verwundbarkeit. Es
viel zu wenig verschiedene Builds pro Klasse gibt es. Gerade die Items bieten nicht die Möglichkeit, verschiedene Builds zu spielen. Es ist immer Crit, es ist immer Crit-Chance, ab und zu ein bisschen Glückstreffer-Chance. Es ist immer Crit mit einer bestimmten Kernfertigkeit, zum Beispiel beim Totenbeschwörer mit Knochenfertigkeiten. Die Unique-Items haben zu wenig Möglichkeiten, um euch extrem zu entfalten. Ich hoffe, dass es auch mit den Season besser wird, dass es dort wieder mehr Möglichkeiten gibt, verschiedene Builds zu spielen. Aktuell ist es sehr eingeengt, was die Bildmöglichkeiten angeht. Man sieht auch bei den Spielern eigentlich immer das Gleiche. Finde ich schade, aber ich bin zuversichtlich, dass da auf jeden Fall noch mehr kommen wird. Und zu guter Letzt, und das finde ich auch extrem schade, und da habe ich mir noch ein bisschen Gedanken gemacht, weil ich den ein oder anderen im Chat hatte, der das schon erwähnt hatte, und das ist das Tauschen. Tauschen nicht nur im Sinne von Kaufen und Verkaufen, weil es gibt eine sehr gute Möglichkeit mit dem Tauschfenster, um Sachen zu tauschen und zu kaufen. Aber es gibt kein Overview. Wieso gibt es keinen Marktplatz, wo ich meine Items anbieten kann und andere Leute diese Items suchen können und dann auch kaufen können? Das machen andere Spiele vor, Phantasy Star Online zum Beispiel, seit Jahren Free-to-Play-Game, was einen super Marktplatz hat. Wieso kann ich mein Item nicht auf einen Marktplatz stellen und das wird dann gekauft oder eben nicht? Macht den Marktplatz von mir aus auch kostenpflichtig, 5 Euro im Monat, dafür darfst du einen Marktplatz betreiben. Würde auf jeden Fall Sinn machen. Würde wieder Drittparty-Sachen vermeiden, wie zum Beispiel in Discord. Es gibt Discord, es gibt eBay, es gibt richtig viele Marktplätze da draußen im Internetuniversum. Nur um Items zu kaufen und zu verkaufen. Es gibt andere Leute, die verkaufen überlittered Runs. Es gibt Leute, die verkaufen Booster Runs. Da zahlt ihr 2 Millionen Gold und werdet dann auf Level 50 geboostet. All das gibt es da draußen. Wieso gibt es nicht wenigstens für die Items einen Marktplatz? Ihr habt ein super Item gefunden, passt nicht in euer Bild. Ihr könnt es nicht in eure Truhe packen, weil die Truhe immer voll ist. Ihr könnt es nicht verkaufen, weil wo sollt ihr es anbieten? Ja, das Tauschen könnte sehr viel cooler werden. Da bin ich aber auch zuversichtlich, dass das kommen wird in den nächsten Patches. Wenn euch noch was einfällt, lasst es gerne unten in den Kommentaren. Ich würde mich freuen, wenn ihr da ein bisschen in die Kommentare reingeht, um da ein bisschen mit euch zu diskutieren. Übrigens, ich habe seit gestern die Kanalmitgliedschaft. Wenn ihr mich da supporten wollt, könnt ihr da auch gerne mal den ein oder anderen Euro dalassen. Und sage bis zum nächsten Mal, Leute. Lasst ein Like auf dem Video. Haut rein.